Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen. Noch im letzten Jahr war ich so begeistert von der Tomate, die ich nicht ausgegeizt habe. Die ist so kräftig und gesund noch weiter gewachsen. Und da dachte ich, das muss ich in diesem Jahr auch probieren. Und dann habe ich unter den Videos noch Kommentare bekommen mit dem Hinweis auf Erich Stekovic. Das ist der Paradeiserkaiser aus Österreich. Und der hat eine ganz interessante Anbaumethode, auch komplett ohne Ausgeizen, aber auch komplett ohne Gießen. Das heißt, auf dem Beet Stroh ausbreiten, die Pflanze in die Erde einpflanzen, einmal angießen, nicht aufbinden, nicht nochmal zusätzlich gießen, nicht düngen, einfach wachsen lassen. Und der hat damit super Erfolge. Das wollte ich unbedingt auch haben. Das hat aber nicht ganz so geklappt. Woran es jetzt letztendlich gelegen hat, weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Und ja, wenn ich mir das jetzt hier mal anschaue, selbst die unterm Tomatendach, die sind nicht so prickelnd. Also ich habe die jetzt einfach noch als Filmkulisse dran gelassen. Ja, und bei genauerem Hinsehen sieht man, dass auch die Tomaten nicht mehr topfit sind. Also auch hier setzt die Stängelfäule entsprechend ein. Jetzt jedenfalls mal ein bisschen weiter zurückgedacht. Die kommt aus Mittel- und Südamerika und da herrschen natürlich ganz andere Klimabedingungen. Bisher dachte ich auch, die Tomate ist eine klassische einjährige Pflanze. Weit gefehlt. Die Tomate ist eine zweijährige oder sogar auch ausdauernde Pflanze. Die wächst dort in irgendwelchen Kluften, Felsspalten, wächst dort sehr trocken heran. Und wenn es dann einen Regenguss gibt, dann nimmt die Pflanze unheimlich viel Wasser auf. Was auch zur Folge hat, dass dann die Früchte platzen, die Samen sich ausbreiten und wieder neue Pflanzen heranwachsen. Jetzt müssen wir hier einen Weg finden. Wir sind ja die Gärtner. Wir wollen nicht einfach nur zugucken, was wächst, sondern wir wollen ja kultivieren. Also sehe ich meine Aufgabe da drin, möglichst naturnah und möglichst so, wie die Pflanze gewollt ist, zu wachsen, unter den klimatischen Bedingungen ihr das hier auch zu bieten. Und da kann man die Hebel an verschiedenen Stellen ansetzen. Dann in Chile irgendwo, da wird es bei Weitem nicht so viel Niederschlag geben. Da wird die Luft vielleicht feucht sein, aber nicht gleich so kühl. Es trocknet mitunter schneller ab. Und diese Möglichkeiten kann man ihr ja schon geben mit solch einem Tomatendach. Und das siehst du ja, dass die wirklich deutlich länger überdauern wie die Pflanzen im Freigelände. Und auch das mit dem Ausgeizen scheint eine große Rolle zu spielen. Jedes Mal kommt wieder eine Wunde dazu, dort können Pilze, Bakterien, Krankheiten eindringen. Wobei die Pilze und Bakterien nicht unbedingt unsere Feinde sind. Die Pflanze, die gehört ja gar nicht hierher. Die haben eine ganz entscheidende Aufgabe, damit eben dieses Material, was dann irgendwann abstirbt, damit das auch wirklich schnell verrottet, wieder zersetzt wird, damit hier nicht alles voller abgestorbener Pflanzenteile hier ist. Also die haben schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die Pilze. Ja, also soweit ganz weit ausgeholt. Was hat das jetzt mit meinen Tomaten zu tun? Ja, ganz einfach. Ich wollte dir noch mal zeigen, dort drüben habe ich eine Pflanze stehen lassen. So sieht die dann heute aus, wenn ich gar nichts unternehme, kein Dach drüber, nicht ausgeize. Ich habe sogar ein bisschen angestäbt, damit die Ranken nicht im Dreck liegen. Und ich konnte auch feststellen oder meine festzustellen, dass diese Wildsorten, diese kleinfruchtigen Sorten, dass die besser damit klarkommen. Anfangs dachte ich, das hat was mit frühen oder späten Sorten zu tun, dass eben eine sehr frühe Sorte auch viel früher eine Welke und eine Fäule mit sich bringt. Aber zum Beispiel die Bianca, die auch jetzt hier vorne noch unter dem Schirm steht, die hat sich noch weiterhin wacker gehalten. Das war die erste, Frucht, die reif war. Und die bringt auch heute noch Früchte und hat auch jetzt noch Blüten dran. Und es sind eher diese hochgezüchteten Sorten, die sehr anfällig sind gegenüber diesen Pilzkrankheiten.
Nun soll die Lösung, die Antwort darauf nicht etwa sein, dass man jetzt nur noch solche kleinen fruchtigen Tomaten anbaut. Die Lösung könnte aber sein, dass man durch Beobachten und durch Selektieren Sorten auswählt, die für diese Region und für diese Standorte optimal geeignet sind. Und Selektion können wir als Gärtner selbst betreiben, indem wir von den Sorten, die besonders gut gelungen sind, wieder Samen abnehmen und im nächsten Jahr wieder aussehen. Und jetzt kommt noch dazu, dass in diesem Erbmaterial auch, ja, wie soll ich das beschreiben? In diesem genetischen Fingerabdruck, so nenne ich das mal, da werden über viele Jahre und Jahrzehnte ja auch regionale Eigenschaften mit abgespeichert, mit eingespeichert. Die Pflanzen, die passen sich ja an, die selektieren sich ja in gewisser Weise auch selbst, dass einige Sorten früher ausfallen und von denen, die da am besten durchhalten, nehmen wir ja Samen ab. Und genau das ist die Gefahr mit den F1-Hybriden, die im ersten Jahr einen super Ertrag bringen, einfach aufgrund dessen, dass man zwei Inzuchtformen miteinander kreuzt und dann gibt es dort, ich nenne es mal, eine Explosion verschiedenster Eigenschaften, die sich dann in der ersten Generation durchsetzen. Das ist diese F1. In der zweiten Generation, in der Folgegeneration danach, gehen die aber wieder ins Gegenteilige, ins Negative und komplett unkontrollierbar. Also da ist unsere Chance mit den samenfesten Sorten und dort selbst Samen nachzuziehen viel, viel größer. Ja, genug laut drüber nachgedacht. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, über das Thema F1-Hybriden nochmal ein separates Video zu machen. Da das aber doch sehr komplex ist, habe ich mich da noch nicht rangetraut. Aber auf alle Fälle soll das noch einmal kommen. Dann hier nebenan auch eine, die als eine der ersten getragen hat. Eine Wildtomate ohne Namen. Gelb. Am Anfang habe ich den Geschmack ein bisschen verkannt und war geblendet von der kleinen gelben Bianca. Diese hier, die hat eine angenehme milde Säure, sehr frisch und hält auch sehr lange durch. Die habe ich auch mehrtriebig wachsen lassen, ganz gering ausgegeizt. Und man sieht hier ganz deutlich, die Triebe, die ziemlich weit nach außen wachsen, die sind braun und alles, was bis hinten an der Wand dran steht, sieht noch gesund und kräftig aus. Und ja, auch hier auf der Sonnenseite ist noch mal eine, ja, Wildtomate, kleine Tomate. Das ist die Bianca. Also werden jetzt ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Aber was man hier auch sieht: das Dach. Auch hier sind die Pflanzen dem direkten Regen ausgesetzt. Jedenfalls ist hier mein Eindruck, dass die deutlich schneller wieder abtrocknen können und dass das ein Grund dafür ist, dass die hier viel besser dasteht. Und ganz cool die Sache hier mit den Regenschirmen. Also was als Witz gedacht war, hat so lange durchgehalten. Ich habe schon vermutet, dass die mit dem ersten Sturm durch die Gegend fliegen. Die sind hier lediglich so mit einem Draht angedrahtet. Da ist es zum einen wieder sortenbedingt. Da haben wir hier die Gartenperle, eine frühe Sorte. Die hat sich hier schon zeitig dann verabschiedet, hat aber noch länger durchgehalten als die gleichen Vertreter im Freigelände. Und wir haben hier hinten nochmal die Bianca. Die sieht auch ein bisschen mitgenommen aus, aber immer noch deutlich besser als alles andere, was bisher im Freigelände stand. Jetzt muss man wissen, hier ist es ziemlich schattig. Du siehst genau hier die Schattengrenze. Wir haben es jetzt mittags, also die Pflanzen bekommen äußerst wenig Sonne, weil hier im Hintergrund die Stadtmauer mit einer stattlichen Höhe ist. Was sagt mir das für die Zukunft?
Das Thema Tomaten wird ein spannendes Thema bleiben. Aber du solltest nicht denken, dass in Sachen Tomaten alles erforscht ist und dass es die Variante gibt, Tomaten anzubauen. Denn gerade wenn ich höre, dass erst in der Nachkriegszeit die Tomaten hier in Europa richtig kultiviert wurden und wahrscheinlich auch sehr einseitig kultiviert wurden, um in Gewächshäusern, in Großanlagen viel Ertrag zu bekommen, da haben wir im Schrebergarten noch viele Möglichkeiten, da ganz speziell auf die Standortbedingungen und auf die Sortenauswahl einzugehen. Ich bin sehr gespannt, wie du auf das Video reagierst. Schreib mir unbedingt unten was in die Kommentare mit rein, wie du es mit den Tomaten hältst, was du noch für Ideen und Anregungen hast und auch welche Erfahrungen du in diesem Sommer gemacht hast. Danke, bis zum nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.